Mein Gast sagt, wenn die Basis nicht stimmt, dann kannst du dir Social Media in die Haare schmieren. Sie ist eine fantastische Köchin, sie ist leidenschaftliche Food-Liebhaberin und sie ist ehemalige Restaurantbesitzerin. Sie ist aber auch Journalistin, hat jahrelange Erfahrung als PR-Redakteurin und sie ist Social Media Beraterin. Mit ihrer Agentur Reinda unterstützt sie besonders die Gastro und auch die Hotellerie in diesem Internet, ohne Scheu sichtbar zu werden. Und sie sagt, Reinda, du brauchst für Social Media einen guten Plan, Kreativität und eine gute Struktur. Hallo und willkommen, liebe Sonja. Vielen Dank, Bianca. Das war eine fantastische Einführung. Ich bin ganz rot geworden. Ah, rot. Dabei haben wir doch beide grün in unserem Branding. Zwar ein Ja, ich liebe Grün. Also, ich liebe so, so sehr Grün, dass meine Familie sich früher Sorgen gemacht hat, ob irgendwie alles mit mir stimmt, weil ich nur in Grün rumgelaufen bin. Mit grünem Jägerhut und grüner Hose. Ja, und du bist heute auch im Branding gekleidet, ne? Ja, auf jeden Fall immer. Um Branding geht es aber nicht, aber es geht um, ne, Social Media. Und du sagst, Sonja, wenn die Basis nicht stimmt, kannst du dir Social Media in die Haare schmieren. Wie meinst du Total. denn das? Also ich muss dazu sagen, ich bin echt Social Media addicted. Ich liebe diese Möglichkeiten, die man hat, mit Leuten zu kommunizieren, mit Menschen untereinander, aber auch als Unternehmen, diese Möglichkeiten, die man hat. Ich liebe das einfach, weil es so eine großartige Form der demokratischen Kommunikation ist. Aber tatsächlich, wenn man es vernünftig nutzen will als Unternehmen, und ich habe überhaupt nichts dagegen, dass man seine Produkte, seine Angebote verkauft über Social Media. Das ist eine tolle Möglichkeit. Aber dann halt, wie gesagt, mit ein bisschen Kreativität und Struktur. Und ich sehe das ganz häufig, wenn sich im Vorhinein die Menschen, egal ob jetzt Betriebe, Solopreneure oder unter Großunternehmen, keine Gedanken gemacht haben, was sie denn wollen mit Social Media. Dann wird's scheiße, um es mal so explizit zu sagen. Also, das wird immer gestartet mit einer, da sagt man, ja, wir machen jetzt Facebook und nach 2 Wochen gehen einem dann die Haare aus, wollte ich schon sagen, dann geht einem die Booster aus. Ja, Ja, wenn du dir das alles in die Haare den schmierst, ja. Mitarbeitern fallen die Haare aus oder werden grau. Und dann läuft das halt nicht. Oder man verzettelt sich. Genau, man muss sich halt vorweg mal so ein paar grundlegende Gedanken gemacht haben. Also eine Basis bauen, also wie ein Fundament, wie man ein Haus baut. Oder ne, wenn wir jetzt so in der Food-Sprache bleiben, ich brauche irgendwie ein Rezept. Ja, ein Rezept und eine gute Grundlage. Also ich habe gelernt, die Grundlage einer guten Suppe oder einer guten Soße ist ein toller Fond. Und so kann man das auch sehen als bei Social Media, du brauchst eine gute Basis. Du brauchst für einen Kuchen brauchst einen vernünftigen Basiskuchen, einen Kuchenboden. Für eine Soße brauchst du einen guten Fond. Und genauso ist es bei Social Media. Und die Basics, die sind im Grunde genommen, das verstehe ich halt nicht, wenn ich so mir so manche Accounts angucke, die Basics sind eigentlich die unternehmerischen Basics, die jeder drauf haben sollte. Also wer ist meine Zielgruppe? Wer ist mein Ziel? Und dann natürlich, was ist meine Botschaft? Weil wenn ich kommuniziere, dann sollte ich auch mir mal Gedanken gemacht haben um meine Botschaft, die ich so dann nach draußen verkünden möchte. Und nicht nur so mein Haus, mein Boot, meine Friseuse und was auch immer. Das Wir hatten ja im Vorfeld gesprochen, ne, und wussten ja auch genau, warum wir dieses Thema nehmen, weil ich habe das ja ähnlich, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, ich brauche einen Vortrag, ein Video und so weiter. Da ist auch genau die Basis, ne, Zielgruppe, wo sind die? Hast du noch was anderes Konkretes? Also wenn jetzt das Video jemand sieht, was könnte er sich jetzt mal für Notizen machen? Also Notizen ist wirklich, macht euch Gedanken, für wen ihr da draußen kommunizieren wollt. Also überlegt euch wirklich, das ist dieses System oder dieses Prinzip von der Persona, dass man nicht sagt, ja, meine Zielgruppe sind alle Frauen zwischen 30 und 50. Das ist so, oh, ja, das ist dann die Frau, die gerade versucht, schwanger werden, aber das ist dann auch schon auf der anderen Seite die Frau, die jetzt nochmal neu durchstarten will, nachdem die Kinder aus dem Haus sind. Das ist so eine Riesenzielgruppe. Damit kann ich nichts werden. Deshalb
mach dein Angebot wirklich, wie sagt man so schön, engpasszentriert und genauso solltest du deine Zielgruppe definieren. Also wirklich sich Gedanken machen, die Zielgruppe mal ganz genau zum Schreiben und dann natürlich auch sich Gedanken machen, was ist denn mein Ziel? Also und dann höre ich immer, es ist jetzt gemein, über Menschen, also über Kunden vielleicht auch zu lästern, aber ich höre es ganz häufig, wenn ich so frage, was ist denn Ihr Ziel oder was wollen Sie erreichen? Ja, mehr Sichtbarkeit, mehr Follower. Und dann denke ich mal, ja, mehr Sichtbarkeit, sage ich dann tatsächlich auch so, mehr Sichtbarkeit ist ein frommer Wunsch, aber ist kein Ziel. Also wir wollen ja klar, das Endziel, oh Gott, Endziel, das müssen wir bitte rauslöschen, nein, können wir stehen lassen. Also das endgültige Ziel ist natürlich, ein Produkt zu verkaufen. Aber wie ich das erreichen will, dieses Ziel, da muss ich mir überlegen, bin ich ein Online-Shop, will ich die quasi auf meine Verkaufsseite leiten? Oder möchte ich wirklich erstmal bekannt werden? Also starte ich neu als Selbstständige und keiner kennt mich, da muss ich ja erstmal so eine gewisse Bekanntheit aufbauen. Mhm. Genau, sich Gedanken machen über sein Ziel und wie das dann auch messbar ist, das Ziel. Das ist ganz wichtig. Genau. Messbarkeit ist wichtig. Ja. Wie messe ich? Hast du einen Tipp? Wie bitte? Messe ich es? Das hängt von deinen Zielen ab. Also wenn ich etwas verkaufen möchte, dann ist natürlich quasi hinten raus, dann messe ich natürlich, wie viele Produkte sind im Warenkorb gelandet oder wie viel Buchung habe. Aber wenn ich an meiner Sichtbarkeit arbeite, dann ist es vielleicht erstmal wichtig, die Aufrufe auf meiner Webseite zu messen, also den Traffic auf meiner Webseite. Und wenn ich wenn ich quasi Leute anfüttern möchte, dann messe ich vielleicht, wie viele Newsletter-Eintragungen haben mir meine ganzen Aktivitäten gebracht. Es kann doch auch sein, wenn ich erstmal sichtbar werden will, so die und also wie viele Interaktionen ich so hatte, das kann ich ja auch steigern. Ne? Es sind ja nicht unbedingt Likes und Klicks so als Hardfacts, die ich an irgendeiner Statistik ablesen kann, sondern auch Interaktionen und die Qualität der Interaktionen, die sind ja auch wichtig. Habe ich eine Nachricht bekommen auf meine Story bei Instagram? Hat mir jemand vielleicht auch nur ein Emoji geschickt? All das kann ich messen und für mich quasi dann da in eine Excel-Liste betragen und dann vielleicht auch das Wachstum festzustellen. Wird das mehr, wird das weniger? Mhm. Und da auch daraus lernen. Ne? Dann auf jeden Fall. Ja, immer lernen. Experimentieren da. Mhm. Ja. Also wichtig ist, das Ziel zu haben und das ist nicht irgendwie Sichtbarkeit, ich das Wort furchtbar finde, also so, wenn es so unkonkret ist, sondern die Sichtbarkeit, die auch zu konkretisieren anhand eines Ziels, also was soll sichtbar sein, Produkt, ich und so weiter. Also das ist eine Basis dazu. Das war's. Genau, und dann tatsächlich die dritte Basis, die für mich dazu gehört, die Botschaft, die man hat oder die Mission, die Werte, die man vertritt. Weil man muss sich vorstellen, auf Social Media, da schwirren halt ganz viele Menschen rum, die politische Einstellung, Werteeinstellung auch von bis hat haben. Ne? Und ich kann die nicht alle sozusagen einsammeln und für mein Produkt oder für mich begeistern, sondern ich muss ja genau gucken, dass ich die Leute finde, die mir vertrauen, die vielleicht auch mit den Werten übereinstimmen, die ich verkaufe oder die ich vertrete, die darauf anspringen. Und das schaffe ich halt nur, indem ich mir auch Gedanken mache, was ist denn meine Botschaft und warum mache ich diese ganzen, verbreite ich den ganzen Content auf Social Media? Mhm. Und da machen sich halt auch nicht viele Gedanken die Botschaft, die sagen, ja, ich habe ein Produkt, will ich verkaufen? Ich sage, ja, aber das wollen ganz viele, da komme ich nicht mit weiter. Deshalb muss man sich überlegen, wie fängt man quasi die Menschen ein, die man erreichen will mit seiner Persönlichkeit, mit seiner Authentizität als Unternehmen. Ich habe jetzt zum Beispiel das Beispiel, eine relativ neue Druckerei auf dem Markt der Online-Druckereien, da kennen wir alle die großen Player auf dem Markt, aber deren USP ist halt ganz klar die sind eine sehr persönliche Druckerei, das wollen die auch weiterhin bleiben als Online-Druckerei und die haben ganz starke lokale Anbindung an ihre Stadt. Und dann ist es natürlich erstmal wichtig, sozusagen den Lokalkolorit rüberzubringen und dann diese Persönlichkeit. Mhm. Und nicht einfach sagen, tada, wir sind eine Online-Druckerei. Mhm. Interessiert kein Mensch.
Ja, spannend. Aus eigener Erfahrung weiß ich auch, wie hilfreich das ist, so eine Botschaft für sich zu haben, weil es viel einfacher ist, auch Content zu produzieren, weil dann hat er immer so eine, ich nenne es mal so eine Farbe, ne? Also es ist immer ein bisschen humorig oder immer ein bisschen knarzerig. Ne? Die Bildsprache ist dann auch einfacher zu finden. So die Tonalität ist, das ist halt viel einfacher dann. Plus es macht halt auch unverwechselbar. Und klar, ne, ein Online-Kurs oder irgendein Coaching, das ist ja oft austauschbar, sind wir mal ehrlich. Aber das, was dahinter steckt, das ist nicht austauschbar und das muss vorher klar sein. Ja, genau. Und das ist ja gerade bei Freiberuflern oder bei Solo-Selbstständigen, die Expertise, die man vielleicht verkauft, die hat, ja, die haben in deinem Bereich Tausende. Auch viele andere. Ne? Also ich mache mir auch nichts vor, es gibt tausend andere Social-Media-Experten, Expertinnen, die sind genauso fachlich so gut wie ich, aber trotzdem entscheiden sich dann Kunden eher für mich oder eher jemand für anderen und das liegt an diesen weichen Faktoren, die man dann halt auch über Social Media kommunizieren kann. Und da ist es erstmal wichtig, sich so Gedanken zu machen, wie will ich denn überhaupt kommunizieren? Was ist meine Story? Was all diese Sachen. Und da kann ich tatsächlich nur empfehlen, ja, den Golden Circle, da gibt es einen alten TEDx-Talk von Simon Sinek, der hat auch geschrieben, kenne dein Warum. Das kann ich wirklich jedem nur empfehlen, sich das 5-mal im Jahr anzusehen, Minimum, und darüber Gedanken zu machen, wie man kommuniziert. Also ich bin, genau, eine Sache, ich gebe ja mehrmals im Jahr als Dozentin, bilde ich neue Social Media Manager aus und das ist immer mit eins der ersten Videos, dass ich denen zeige. Weil ich immer sage, das ist, Social Media ist Social, da geht es um persönliche Verbindungen. Ja. Und das gehört absolut zur Basis mit dazu. Bevor ich einen Facebook-Post oder überhaupt eine Seite eröffne, mache ich mir da vorher Gedanken. Ja, total. Was ist mein Ziel und ja, was will ich damit auch erreichen? Genau. Und noch eine, also wenn man nochmal bei Basis sind und dann muss man sich auch sozusagen ganz klar Gedanken machen über die eigenen Ressourcen. Also Ressourcen heißt ja nicht nur Zeit, sondern auch, was kann ich, was habe ich an Technik zur Verfügung? Ja, was habe ich an Wissen zur Verfügung? Muss ich mich irgendwie noch aufschlauen an anderer Stelle? Bin ich ein eher visueller Typ? Liegt mir Schreiben oder nicht? Und all diese sozusagen diese Sachen, die man sich dann Gedanken macht, darüber, all diese Sachen, über die man sich dann Gedanken gemacht hat, die führen erst dann dazu, dass ich mir überlege, auf welchem Kanal, also auf welcher Plattform tummel ich mich denn dann in Zukunft? Mhm. Das sehe ich nämlich auch ganz häufig, dass sie sagen, irgendwann sagt, ja, bei Instagram sind jetzt alle, da gehen wir auch mal hin. Wir machen jetzt einen Instagram-Kanal auf. Und dann denke ich, ja, wer ist denn deine Zielgruppe? Mhm. Und hast du überhaupt ein Faible für visuelle Inhalte? Mhm. Und dann stellt sich eine Story zu machen. Genau. Oder ist dir Text lieber? Ne? Dann ja, genau. Vielleicht ein Blog, was Besseres. Ne? Mhm. Ja. Das, also wirklich so, sich dann auch mal zu wirklich ganz, ja, ganz wertfrei zu fragen, kann ich das denn überhaupt stemmen? Also kann ich überhaupt Social Media stemmen? Weil wenn man so einen inneren Widerstand hat und denkt, ah nee, ach, ich finde das eigentlich alles ganz blöd und brauche ich nicht, dann macht es keinen Spaß. Dann macht es einem keinen Spaß, wenn man es sozusagen selber für sich machen will. Und auch das sehe ich ganz häufig, dann macht es keinen Spaß, aber man denkt, man müsste es und dann gibt man es ab an eine VA oder wie auch immer. Und dann wird es halt auch, dann ist da kein Gefühl drin, dann ist da kein Herz drin. Dann fehlt die Botschaft. Ja, dann fehlt die Botschaft. Die kann halt niemand Fremdes meistens so gut rüberbringen wie du selber. Mhm. Ja, dann sind wir wieder bei den Basics, die dann fehlen. Mhm. Okay. Also Basics, ganz klar, Ziel haben, eine Botschaft haben, dein Warum kennen und ja, auch da fit drin zu sein, also zu wissen, was kannst du technisch, aber auch zeitmäßig umsetzen. Mhm. Weil Zeit ist auch nochmal ein Faktor. Es gibt Medien, die sind zeitintensiver. Wenn du sagst, machst nur YouTube, ja, so ein Video, das hast du nicht mal nur in 5 Minuten. Ja. Ja, braucht ein bisschen länger. So ein Post kann ich schon mal in 5 Minuten schreiben. Sag nicht sowas. Was noch was, ja. Nein, sag nicht sowas, dass du ein Posting nur in 5 Minuten schreiben kannst. Also, weil das ist ja nicht nur in 5 Minuten. Klar, es ist vielleicht in 5 Minuten getippt, aber
die Grafik dazu ist nicht in 5 Minuten erstellt. Genau. Und so weiter und so fort. Ja. Und so weiter und so fort. Ja, genau. Das Ding ist nämlich nicht zu unterschätzen. Und das, was du sagst, das erlebe ich auch oft, dass ich dann so Kanäle beobachte, die am Anfang nur 2 Wochen jeden Tag Postings, alles Mögliche, und dann schlafen sie ein, weil, ja, dann man irgendwie merkt, oh mein Gott, das frisst ganz schön viel Zeit. Und ich kann auch, das ist so den Tipp, den ich jetzt nochmal reingebe, plane dir das in deinem Kalender ein, dass du Zeit für dieses Social Media hast. Ja. Definitiv. Und das ist nicht zu wenig. Genau, das ist nicht zu wenig. Das ist immer erschreckend. Es ist ja nicht mit den Posten getan, wie so ein Geist. Ich schmeiß mal was in irgendwelche Kanäle und bin dann weg und nächste Woche komme ich wieder, sondern es geht ja um das Austauschen, das Miteinander. Und das muss man halt pflegen. Auf dem einen Kanal mehr, auf dem anderen weniger. Mhm. Aber man muss da schon ein bisschen Zeit fürs Community Management investieren. Und Kontinuität ist auch nochmal so ein wichtiger Schlüssel. Wenn ich sehe, dass du kontinuierlich da bist, dann vertraue ich dir auch eher. Dann jemand, dem ich eher vertraue, dann werde ich doch auch eher Kunde. Ja. Auf jeden Fall, das hat ja zwei, Kontinuität ist an 2 Stellen wichtig. Einmal halt für die Menschen da draußen, die regelmäßig mit dir in Kontakt geraten. Zum anderen halt auch für die großen Plattformen, die dann auch honorieren, wenn du kontinuierlich, regelmäßig Content veröffentlichst. Ne? Bei Instagram, da warne ich immer davor, dass man sagt, ja, ich mache jetzt 3 Wochen Sommerpause, ich bin da mal weg. Mhm. Ja, dann sind nicht nur deine Follower weg, sondern die Plattform selber denkt auch, war jetzt nicht da, spiele ich erstmal vielleicht nicht an prominentere Stelle aus. Mhm. Ja, das ist schwierig. Ja. Der Algorithmus, der kommt da. Der Algorithmus. Genau. Liebe Sonja, vielen Dank. Ne? Also hier ein Ziel haben, deine Botschaft kennen und deine Ressourcen auch kennen und richtig realistisch einschätzen. Wenn du das nicht hast, kannst du dir Social Media in die Haare schmieren. Okay. Weil dann verbrennst du Zeit, Geld, Nerven, Energie und wahrscheinlich auch potenzielle Kunden und Interessentinnen. Auf jeden Fall. Wenn die irgendwie plötzlich nichts mehr von dir hören oder enttäuscht sind oder dann denken, oh, ich habe doch eine Nachricht geschrieben, wieso kriege ich da keine Antwort? Macht keinen so guten Eindruck. Macht keinen so guten Eindruck. Und für all das... Social Media macht Spaß. Auf jeden Fall. Social Media macht Spaß. Das ja, war's. Ja, ja. Es ist toll. Wir hätten uns niemals kennengelernt, wenn wir nicht Social Media affin wären. Stimmt. Wir hätten, genau. Ja. Und ich liebe deine Stories. Ich liebe deine Postings. Bin voll dein Fan. Und ich mag auch, du sagst auch, ne, für Social Media braucht man einen guten Plan, Kreativität und Struktur. Das muss jetzt nicht die super duper Hightech Social Media Agentur sein. Sondern das kann man auch mit einem schmalen Budget und Kreativität und einer Struktur selber machen. Aber wichtig ist, dass die Basis stimmt und die bräuchte zum Beispiel auch eine Agentur. Auf jeden Fall. Und wenn ich jetzt Hilfe bräuchte dabei, wo ich denke, ach, das will ich alleine nicht machen oder ich brauche eine Starthilfe, dann kann ich dich doch anrufen. Das verlinke ich auch hier unten in die Kommentare. Man kann mit Sonja einen kostenlosen Beratungscall machen. Und auch wenn du mit jemandem zusammenarbeitest, sind das ja die Basisfragen, die vorher geklärt sind, damit das auch was wird mit dem Social Media und diesem Internet. Danke für deine Zeit, Sonja. Sehr gerne. Alle Infos zu Sonja findest du unter diesem Video. Ihre Homepage ist www.reinda. Rein da in das Internet. Aber mit H für den Fluss für Köln. Genau, aber genau, wir sind ja hier in Köln. Das verlinke ich auch hier unten. Und wenn du noch Fragen hast, dann schreib uns die hier auch unter das Video in die Kommentare. Wir beantworten die noch gern für dich. Danke, Sonja, und bis bald. Bis bald. Tschüss.